Hi liebe Leute, ich bin's wieder in der zweiten Lektion und dabei geht es darum, das Vorderrad anzulupfen. Das ist natürlich der erste Schritt, wenn ihr einen Bunnyhop habt, weil das Hinterrad dem Vorderrad folgt und ihr wollt diese Rodeo-Bewegung durchziehen, die sich unterscheidet zum Standardhop, wo ihr beide Räder gleichzeitig hochzieht. Denn der Bunnyhop besteht aus mehreren Bewegungsabläufen aneinandergereiht und als erstes kommt das Vorderrad anlupfen. Ich möchte euch eine Technik beibringen, die ihr erstmal übt, um darauf geprägt zu sein, mit der ihr dann auf jeden Fall weiterkommt im Bunnyhop. Ähnlich wie beim Manual Impulse geht es darum, dass wir mit Dynamik und Gewichtsverlagerung arbeiten und nicht mit Kraft und Reißen. Ganz wichtig, beginnt erstmal in der Ebene zu üben. Die Bewegung sieht folgendermaßen aus. Erst macht ihr euch klein, zentral, Arme und Beine beugen sich. Dann schiebt ihr den Lenker nach vorne. Dabei habt ihr natürlich die Fersen hängen und spürt, wie das Ganze sich anfühlt. Als nächstes kommt die Dynamik mit hinzu. Aus der entspannten Grundposition bewegt ihr euch ganz schnell nach unten und schiebt dann sofort auch mit viel Punch den Lenker nach vorne, die Arme strecken sich. Euer Körperschwerpunkt kommt dadurch nach hinten. Die leichte Masse des Fahrrads folgt der schweren Masse, eure Arme sind dann wie Drahtseile. Das ist wie gesagt parallel zum Manual Impulse und so fangt ihr an, das Vorderrad anzulupfen. Das Vorderrad ist kurz in der Luft, eure Arme sind gestreckt und die Beine leicht gebeugt. Wenn ihr es erst in Zeitlupe geübt habt, dann mit Dynamik, könnt ihr jetzt auch nochmal einzelne Teile davon bewusst optimieren. Zum Beispiel den Rebound nutzen, sprich die Bewegung von der Grundposition, der aufrechten großen Haltung in die tiefe kleine Haltung, macht ihr sehr explosiv, sprich ihr schellt nach unten mit dem Körperschwerpunkt. Und ihr habt das Gefühl, als wenn ihr euer Tretlager in den Boden rammen wollt, dann merkt ihr, die Federung wird komprimiert und das Ausfedern kann euch helfen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, fangt ihr an, diese Bewegung auch zu verbinden. Erst sich klein machen, die Federung komprimieren und sofort in einer blitzartigen Bewegung den Lenker nach vorne schieben. Kleiner Sicherheitshinweis. Natürlich wollt ihr jetzt nicht lange auf dem Hinterrad rollen, aber falls es euch passiert, dass das Vorderrad überraschend stark hochschellt, könnt ihr mit dem Bremsfinger die hintere Bremse nutzen und ziehen, dann fällt das Vorderrad sofort auf den Boden und ihr seid sicher, dass ihr nicht nach hinten fallt. Übt das Vorderrad anlupfen mit dieser Technik isoliert immer wieder. Eure Hüfte macht dabei quasi die gleiche Bewegung wie der Buchstabe L. Ihr geht erst nach unten und wenn ihr den Lenker nach vorne schiebt, kommt ihr nach hinten. Das ist wichtig, dass eure Beine dann noch etwas gebeugt sind. Überprüft das ruhig mit dem Handy, mit der Kamera und dann könnt ihr weitergehen in die nächste Lektion.